Sehr gut. Es ist eine Schande, dass Ihrer Nervion gestorben ist. Aber Dagothanis ist tot und ihr habt seinen Ahnring zurückgebracht. Habt ihr einen eigenen Ahnring? Obwohl ihr ein Fremdländer seid, werde ich euch einen meiner eigenen Ahnringe unserer Familie geben. Möge Almalexia euch und euren Ahnen gnädig sein. Ring der Vorfahren hinzugefügt. Nice. Noch mehr Aufgaben? Oh, vor weiteren Aufgaben Festung bauen und sie erweitern. Alles klar. Drei Segnungen mit euch. Es ist mir ein wahres Vergnügen. Ruhe! Dann habe ich gleich mehrere Pläne jetzt. Aber ich will erstmal gucken, was für einen Ring sie uns gegeben hat. Der ist zwar auch ganz cool, aber nie. Ring der Vorfahren. Ahnengeist beschwören. Gleiche Verzauberung wie von einem anderen Typen. So, aber ich will einmal die Festung weiterbauen. Da haben wir jetzt mitbekommen, alles klar. Wir können jetzt weitermachen mit dem Bau. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar... Moment, die Fackelgeräusche sind mir zu laut. Hier auf meinem Zettel steht nämlich, dass es noch einen Auftrag in Alt-Veloti gibt. Dort haben wir eigentlich mit dem Typen schon geredet und ich habe Aufträge von ihm gemacht und ich dachte, ich hätte alle gemacht. Aber mich wurde darauf hingewiesen, yo. Nein, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass es noch einen Auftrag gab, den er noch zusätzlich für mich verfügbar hatte. Und das heißt, ich werde jetzt nochmal kurz nach... Ah, da war Alt-Veloti, alles klar. Dann reisen wir nach Genesis, würde ich sagen. Über Balmora? Oder? Oder hatte Genesis auch eine Magiergilde? Oh, I don't know! Na gut, ich reise auf jeden Fall erstmal kurz darüber und dann sehen wir weiter. Vielleicht lasse ich euch auch miterleben, wie ich da hinreise. Dann seht ihr immer, wie viel ich rausschneide. Obwohl, das seht ihr auch so oft genug. Wenn ich wieder irgendein anderes Thema habe, was ich fortführen möchte. Wobei ich mir jetzt gerade... Letzte Episode müsste das gewesen sein, weil ich jetzt schon bei 40 Minuten Aufnahme bin. Mir Mühe gegeben habe, obwohl ich gerade mitten beim Erzählen von einem Thema war, rauszuschneiden, wie ich nochmal den gesamten Weg zurücklaufe zu der Ruine da. Das war nämlich echt nicht mehr feierlich. Wo wollt ihr hin? Nach Genesis. Aber ich speichere hier mal kurz und gucke, ob die Magiergilde überhaupt hier etwas so Genesis-mäßiges zur Verfügung hat. Ach ja. Ich habe es zwar schon ein ganzes Weilchen lang gezockt. Warte, weißt du was? Wenn wir schon beim Tempel hier in der Nähe sind, dann gehe ich gleich mal mein Mana so aufladen. Nicht über Tränke, sondern einfach so. Warte, stand da auch eigentlich die Spielzeit, wenn ich hier bei den... Nein, leider nicht. Tag 134, aber das sagt nicht viel. Einige Zeit lang gezockt, aber wenn du ständig zweiwöchige Pausen da machst, oder ein bis zweiwöchige Pausen, dann... Da kommst du schon mal durcheinander. Wo war nochmal was? Beziehungsweise, wie war nochmal was mit was connected? Ich müsste auch die Reisekarte... Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Die habe ich nämlich auch als Bild gespeichert. Die müsste ich mir mal ausdrucken, wenn ich irgendwann mal wieder einen Drucker zwischen die Finger bekomme. Und dann... Nope! War nicht dabei. Dann nach Altrun. Reisekarte ausdrucken und mir dann hier irgendwo festpinnen an meiner Pinnwand an der Seite. Dann sollte das schon... deutlich schneller gehen, wenn ich herausfinden möchte, wie ich wohin komme. Genesis, glaube ich, war auch eine Hafenstadt, keine Ahnung. Oder vielleicht konnte man da nur mit dem Schlickschreiter von hier aus dorthin. Vielleicht war Balmora noch zu weit entfernt für Genesis. Möglich wär's. Jawohl. War nur zu weit weg. Dann hätte ich auch mit dem Schlickschreiter hier hinreisen können, aber das ist okay. Wo wollt ihr hin? Das ist absolut... Nach Alt-Veloti! Und was interessiert dich das sowieso? Ich bin gerade mit der Reise angekommen. Oh mein Gott. Ich frage mich auch, ob die Typen, die da, die Schlickschreiterführer, wie das genau bei denen funktioniert. Goddammit, come on! Come on! Na, jetzt klappt's natürlich, wenn ich's nicht mehr brauche, weil ich so über den Hügel gekommen bin. Wenn sie sagen, hey,
Ich biete diese Reisemöglichkeit für dich an. Na, ich glaube, ich hätte über die Flucht noch rüberfliegen. Die Schlucht noch rüberfliegen können. Und sie sagen, ja, du kannst von hier aus nach Balmora reisen, kein Problem. Dann, reisen die dann mit mir mit? Weil im Schlickschreiter im Rücken sieht man ja absurderweise so immer ein paar Hebel im Rücken von denen. Und deswegen stellt sich mir die Frage, okay, wie es aussieht, kann man diese Schlickschreiter mit den Hebeln im Rücken bedienen? Aber unser Charakter wird wahrscheinlich nicht wissen, wie das funktioniert. Außer, dass es super einfach. Ein Hebel für geradeaus, ein Hebel für links, rechts, für die Richtung und das war's. Keine Ahnung. Aber ich würde meinen, eigentlich wissen nur die Schlickschreiterführer, wie man so einen Schlickschreiter bedient. Sag ich mal. Aber wenn sie mich theoretisch irgendwo hinbringen würden, weil sie dieses Vieh bedienen, dann heißt das doch, dass kein anderer, der in der Zwischenzeit auch mitreisen oder auch mit dem gleichen Schlickschreiter reisen wollen würde, dann können die das einfach nicht machen. Weil der Schlickschreiter ist ja weg. Und der Führer auch. Das heißt, selbst wenn er mehrere Schlickschreiter in einem geheimen Lager hätte, kann er sich nicht darum kümmern. Okay, jetzt aber. Komisches Mysterium der Schlickschreiter. So. Oh, wir haben... Er hat schwierige Aufgaben für uns. Ich glaube, das ist der letzte Auftrag. Einen müsste er noch für uns gehabt haben. Also, der Kultanhänger Ashalmavia. Ah ne, die Kultanhänger in Ashalmavia. Geht dorthin, genau im Osten von Alt-Veloti. Findet den niederträchtigen Daedra-Anbeter Gordol. Tötet ihn und berichtet mir dann von eurem Sieg. Sehr gerne. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich muss dran denken, wieder jetzt anfangen, Umbra zu benutzen. Direkt östlich in nicht in Gordol, sondern in... Ja. Ashalmavia. Das Ding? Wirklich so direkt östlich? Das wäre krass. Und Ashalmavia. Ashalmavia, ja, rechts unten, da steht's gerade. Stand's und steht es immer noch. Gut. Oh, sexy. Ah ja, zeig mir deine Schuppen, Baby. Na, sehr gut, ich kann meine hohe Stimme wieder machen. Meine Halbkopfstimme. Ist ja auch noch irgendwo ein Hi. Ein Zugang? Während des 24-Stunden-Streams war meine Stimme nämlich so absolut ramponiert, da ging das nicht mehr. Ich suche doch nur einen... Hi. Einen ganz kleinen Eingang. Oh. Du bist nicht mehr so sexy. Was willst du von mir? Ich hab doch nur Hunger. Ach. Drecksviecher. Hi. Dieser Charakter kämpft gerade. Ich werde siegreich sein. Das glaube ich nicht. Oh. Immer dieses Anstarren, das ist eine Klasse für sich. Dieses lange... Beziehungsweise ich starre ihn lange an und der guckt so nach rechts. Lalalala. Was für ein wunderschöner Tag. Der perfekte Tag, um die tolle Landschaft hier zu genießen. Warte mal, ist da einer? Ich werde einfach mal versuchen, ihn nicht zu beachten und dann sollte mein Chef eigentlich... er sollte mir das nicht krumm zur Rechnung tragen und das wäre wunderbar. Dann hoffen sie, dass ihr Anführer es ihnen nicht übel nimmt, dass sie mich übersehen haben. Schade nur, dass ich hier so lange stehen werde, bis du auf mich aufmerksam wirst, mein Freund. Aufmerksam wird. Oh, und die Quest von Sheogorath muss ich auch noch machen, ja. Hab ich nicht vergessen. Hi. Ist das eigentlich auch ein Daedra-Gott? Macht sogar das Heavy-Metal-Zeichen da oben. Yeah! Ich meine, bei drei Fingern machst du wahrscheinlich automatisch das Heavy-Metal-Zeichen, ob du willst oder nicht. Warte, sollte ich dich töten? Wie hießen die? Teldrin Widrit. Widrit. Nee, nicht ganz. Das könnte der Typ sein, der jetzt in diesem Moment mich anschreit. Da bist du. Ups, ich hänge fest. Daneben. Bist du das?
Nein, halt. Ich rede wieder Quatsch. Ich soll für ihn töten. Er bat mich darum. Oh, wow. Was? Achso, du noch. Ich soll nur die ganzen Kultanhänger töten. Einen bestimmten Namen hat er mir nicht gegeben. Ich lese das jetzt lieber 3 und 4, 5 Mal und stelle alles in Frage, nachdem beim letzten Questlog-Eintrag stand: Töte diesen einen Typen. Okay, ich habe ihn getötet. Bin fertig. Wo ist der Ring? Was für ein Ring? Hi, ich habe sowas nicht. Hier, Dädra, komm raus. Da ist er ja schon. Gott, wie die mich immer anstarren, so eine Sekunde lang, bevor sie mich angreifen. So richtig nach dem Motto, hast du das gerade eben wirklich getan? Hast du gerade eben wirklich diesen heiligen Schrein entweiht? Aber wie es aussieht, ja. Also nicht nur wie es aussieht, ich bin ja derjenige, der es getan hat. Und ich habe es mit Genuss getan. Und es gab noch eine andere Ruine, wo ich... Uralter Dedrescher Schlüssel, nice, den nehme ich. Wo ich vorletzte Aufnahme drin war. Oh, guck mal, hier hinten dran, ups, gab es noch etwas? Das war auch die gleiche Aufnahme, wo ich gesagt habe, ich bin ja eigentlich relativ gründlich. Und da gab es dann noch einen anderen Bereich, versunkenes Gewölbe. Nein, gehen wir erstmal dorthin, wo es einen Schlüssel gebraucht hat. Dafür war der nämlich wahrscheinlich. Nämlich in einem anderen Gewölbe gab es noch eine Quest, die ich übersehen habe, wo ich drin war. Aber keine Sorge, ich habe es mir aufgeschrieben. Moment kurz. Hier, in der Ruine Palansaur, in der Schmugglerhöhle. Da gibt es angeblich einen Questgeber, wenn ich hochschaue. Also werde ich da mal hingehen und hochschauen. Das nächste Mal, sobald ich wieder... Wow! Ich wollte schon anfangen, auf sie einzukloppen, aber seht ihr? Mein Ansprechen jedes Mal und dieses "Bist du freundlich?", was zu 99% der Fällen in die Hose geht, hatte dieses Mal funktioniert, ausnahmsweise. Ihr da, ihr seht nicht aus wie einer dieser Kultisten. Bitte, ihr müsst mir helfen, hier rauszukommen, bevor sie ausführen können, was immer sie als unheiliges Ritual für mich geplant haben mögen. Unheiliges Ritual? Sie entführten mich, als ich mit meinem Gemahl Sason auf Reisen war. Bitte, ihr müsst mir helfen zu fliehen und mich zu ihm zurückbringen. Werdet ihr mir helfen? Ja, okay. Vielen, vielen Dank, ich werde euch folgen. Ich glaube, er findet sich östlich dieses Schreins. Okay. Komm mal mit. Sonst ist hier nichts? Nein. Super. Hoffen wir mal, dass da keine neuen Kultanhänger gespawnt sind. Bitte kümmere dich nicht um die ganzen Leichen. Ach, ich bin zu schnell bei mir. Ja. Oh, wow, du bist ja keine 5 Meter weit gekommen. Hallo? Komm, warte. Gott. Ist sie gegen die Wand gelaufen. Ja. Komm mit und komm in den Startraum und dann will ich dir kurz sagen, warte hier auf mich, dann gehe ich so lange den unteren Teil der Ruine aufräumen. Das muss nämlich auch noch erledigt werden. Ich soll nämlich alle Kultisten hier erledigen und unten gibt es bestimmt auch noch welche. Komm mit. Genau, bis hierhin. Dann speichere ich mal kurz, nur für den Fall, dass irgendwas weiter unten passieren sollte. Warte hier. Du wartest da, ja? Ja? Ja, sei schön brav. Ich springe kurz mal nach unten und tränke meinen Zweihänder ein bisschen in Blut. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Ich hoffe, sie akzeptiert meine Bedürfnisse. Oh, hallo. Das sieht hier deutlich größer und imposanter aus als erwartet. Und unten bereits mein Empfangskomitee. Was mich direkt mit den freundlichen Worten begrüßt. Es ist wunderschön. What? Gibt es hier keinen? Genau. Ich kümmere mich einfach hier durch dieses Hindernis. Oh, Jesus, hast du viel Leben. Hallo. Ach, Gordol, du bist das. Oh, Jesus Christ. So. Der Knochenläufer, ich wollte gerade sagen, hoffentlich wird der Knochenläufer nicht wieder hier eine Stärke reduzieren auf mich casten. Hat er doch noch geschafft. Aber ich kann endlich mal
diesen Zauber hier anwenden. Einer der seltenen Zauber. So, Stärke wieder auf 100. Sehr nice, das geht sehr fix. Einer der Zauber, die ich sehr selten anwende. Aber in solchen Fällen enorm praktisch ist. Dädrische Für mich persönlich mal wieder uninteressant, weil ich nur scharf bin auf die ganzen Speere. Aber ich kann mal wieder nichts tragen. Super, es hat sich absolut gelohnt, nicht mein Inventar aufräumen zu gehen. Gott, dammit. So, der leichten Rüstung, nicht leichte Rüstung, aber der Ebenerzrüstung weine ich jetzt nicht so hinterher. Ich weiß zwar nicht, was für Teile der Ebenerzrüstung, ich speichere mal kurz hier richtig. Nur für den Fall, dass ich irgendwie hier nochmal vorbeikommen sollte. Ich wollte ja eigentlich alle möglichen Rüstungen einmal komplett fertig sammeln. Oh, what? Immer noch? Nein! Der Federzauber hält nur 10 Sekunden. Ich habe für länger gehofft, aber wie es aussieht, muss ich tatsächlich noch ein bisschen aufräumen. Super, das macht Spaß, das macht Laune. Ich hätte echt aufräumen sollen. Super, super, super. Okay. So. Fertig. Dann, ich stürze hier mal kurz Hals über Kopf runter. Nye. Was habt ihr denn hier? Reaktion auf Beros Rede. Zerstörung auf 7. Sehr gut. Nein, der Schlüssel hat da nicht reingepasst. Okay, schade. War ein Versuch wert. Nein, es war kein Versuch wert, Stone. Warte kurz. Mir. Nein. Doch. Jedes Mal, also manchmal frage ich mich, warum ich mich so hart konzentrieren muss, um sowas aufzusammeln. Und warum ich... Warte mal, ich hebe hier gerade wieder haufenweise Zeug auf, was ich nie benutzen werde. Ich glaube, ich muss kurz einen Haufen Dreckstränke wegschmeißen. Entzugschnelligkeit hier. Warum ich das aufgehoben? Das ist nur 10 Münzen wert. Das macht absolut keinen Sinn. Okay. Okay. So, ich muss echt aufhören, die ganzen Häute mitzunehmen ständig. Diese Kaguiti-Haut und... Ja, mit 2i. Ich bleibe dabei. Daran hat sich nichts geändert. Perle, Diamanten. Das ist das Mindeste, was ich mitnehmen kann. Das Mindeste. What? The Five Fingers of Pain. 3 bis 5 Punkte Schaden. What? Also der Name gefällt mir super gut. Der Schaden ist ein bisschen lame, aber... Nice Badass Ring. 5 Fingers of Pain. Pain and Suffering. Okay. Ich muss dringend wieder eine Kriecherrunde machen. Nein, das heißt nicht, dass ich besonders langsam unterwegs sein werde. Ich muss nochmal mein Zeug verkaufen gehen. Ich wurde auch wieder darauf hingewiesen, dass es auch noch eine Krabbe gibt, die für 10.000 Zeug verkauft. Aber momentan ist der... Nein! Ist der Kriecher einfach leichter erreichbar für mich. Weil ich da so wunderbar schnell mit der Magiergilde schnell reisen kann. Ich meine, der hat nicht so viel Kohle unbedingt, aber meistens... Meistens reicht das voll und ganz. Da oben, ich nehme an... Ich guck nochmal nach. Okay, so viel zum Thema. Da oben ist bestimmt nichts mehr. Jo. Nee. Definitiv. Hier ist noch was. Oh, Schloss konnte nicht geöffnet werden. Das heißt, nicht mehr Schloss ist zu hoch ab einem Schloss über 50. Ich weiß nicht, habe ich Sicherheit irgendwann... Nein, die sind immer noch auf 24. Also ich glaube, wie es aussieht, es kann klappen mit einem Schloss von 60. Es dauert halt nur länger. Oh, sieh mal einer an. Ich hatte eigentlich schon, wie ihr links unten sehen könnt, mir meine Onduisis Schlüsselschriftrolle zurechtgelegt und wollte das eigentlich anfangen hier zu benutzen und immer wieder neu zu laden dementsprechend.
Und natürlich hat sich das absolut nicht gelohnt. Wie sollte das denn auch anders sein? Aber dann dachte ich mir, hey, ich benutze einfach mal ein einziges Mal den Meister Dietrich, mal sehen, ob das besser läuft. Bing, erster Versuch hat geklappt. Ich denke, die Antwort soll dann wohl ja gewesen sein. Okay. Oh, tatsächlich. Ich wollte schon anfangen abzuhauen, aber jedes Mal, wenn ich mich hier umgucke, dann sehe ich wieder da hinten, hey, da ist noch eine Plattform. Und hey, da ist auch noch eine Plattform. Und hey, da kannst du auch noch hinfliegen, da kannst du auch noch hindüsen. Was, hier irgendwo? Okay. Also die eine Kiste habe ich gefunden, die ein bisschen versteckter war. Oh Gott, damit. Nein, bitte, fall nicht runter. Kaste ist los. Okay. Ja. Ja, genau. Gut. Lieber auf der rechten Spur bleiben. Die rechte Spur. Alles klar, meine Dame. Ich hoffe, du stehst noch da. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich hoffe, du hast nicht irgendwann... Nein. Ah, alles bin ich zu fett. Gut. Immer sind es nur so ein paar Pixel, die dafür sorgen... dass ich weitergehen kann. Gut, kommst du? Nice. Also, meine Dame, Richtung Osten, ja? Ich hoffe, du kannst springen. Ach, komm schon. Ja, gut. Sie sagte nicht, wo genau er im Osten ist, oder? Einfach nur... Ja, mein Mann, der ist im Osten, genau. Oh Gott. Kann es ein bisschen spezifischer sein? Ach ja, Begleitquests, sind sie nicht was Tolles. Ich bringe sie zu ihrem Gemahl zurück. Der Schrein, in dem sie gefangen gehalten wird, ist Molach Bal gewidmet. Er wird extrem gut bewacht. Ja, aber ich muss doch erstmal fast alle töten, um in erster Linie zu ihr durchzukommen. Oh, Jesus Christ. What? Wo? Ich habe gefährliche Waffen, die Dame. Ich muss ab jetzt echt höllisch aufpassen, dass ich nicht irgendwo irgendwas... Und mit oh, irgendwo irgendwas meine ich natürlich sie, dass ich sie nicht niederstrecke. Oh. Kommst du her? Wie ist dein Mann? Ihr Gemahl. Nope, das sind Diebe. What? Wo ist der? Was machst du? Oh, ich wollte gerade sagen... Au. Bist du der Gemahl? Nope. Einfach nur irgendein Typ, der es auf mich abgesehen hat. Geht's dir noch gut? Das wird jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen dauern. Anits Zelt. Warte kurz hier draußen. In Ordnung, ich höre euch zu. Du sollst mir nicht zuhören, du sollst warten. Ich denke nicht, dass er da drinnen gefangen gehalten wird, aber es... Oh, Jesus. Wäre aber eine der Optionen. Schön mit dem Kopf in das Feuerchen reingefallen. So gefällst du mir, mein Freund. 250 Draken immerhin. Ich bin ja mittlerweile wieder mit meinen Draken unter die magische 100.000 gefallen. Wenn ihr etwas wollt, dann sprecht nur. Durch die ganzen Level-Ups, die ich jetzt gehabt habe. Ich glaube, ich mache kurz den Sperr raus. Dann ist es noch ein bisschen heller. Und eigentlich würde ich sagen, ja, so einen halben Nachtspaziergang, den kann man sich auch mal geben, aber nicht, wenn ich versuche, jemanden zu finden. Oh, Leute, ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Das ist jedes Mal so ein Krampf. Vor allem, wenn du jemanden eskortieren musst. Vergiss es. Ah, ich höre Schritte. Wo ist sie hin? Oh, nein. Oh, nö, are you kidding me? Nein. Komm da bitte raus. Komm da bitte raus. Oi, 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 oi. Oh. Gibt es eigentlich auch irgendeinen Konsolenbefehl? Außer sowas wie RA, Reset All? Irgendein Konsolenbefehl, wo wenn irgendein NPC, zum Beispiel so einen, den man eskortieren muss,
wo man den vielleicht so ein paar Felder nur nach links verschiebt oder einfach ein bisschen raus aus einem... Still. Oh, Jesus Christ. God damn it! Are you serious? Und ich wurde schon wieder infiziert. Schwarzherzfäule, das war doch schon wieder so eine Pest. Das ist die letzte Pest. Oh Gott, ich habe nur noch zwei Pest. Ja, Pest war das. Ich habe nur noch zwei Heiltränke. Oh, bitte lass es ihn sein. Lass es fertig sein. Bist du das?